Die M13B ist die neue Waffe im Call of Duty-Universum und man bekommt sie nur im DMZ, also im Extraction-Looter-Shooter-Modus von COD. Und zwar ist es so, dass ihr, wenn ihr diese Waffe extractet, sie für alle Modi benutzen könnt, also für Multiplayer, für Warzone 2 und so weiter und so fort. Interessant halt, dass man sie nur im DMZ-Modus bekommen kann. Dazu müsst ihr in die radioaktive Zone reingehen, sie dort dem Chemiker abluchsen, das ist der Boss in dieser Zone, und mit dieser Waffe rausgehen. Wenn ihr im Team spielt, dann kriegt nur derjenige die Waffe, der sie auch extractet. Das heißt, ihr müsst gegebenenfalls dreimal reingehen. Und ja, dann habt ihr die Waffe freigeschaltet und ich versuche jetzt so ein bisschen zu zeigen, was man beachten kann, so ein paar Tipps, vielleicht wie es auch ein bisschen einfacher geht und was man vielleicht nicht machen sollte. Zuallererst würde ich mal vorschlagen, dass ihr im Team reingeht, denn im Team ist es doch wesentlich einfacher, in der radioaktiven Zone klarzukommen. Ich habe es ein paar Mal mit random Teams versucht, denen überhaupt klar zu machen, dass ich in diese radioaktive Zone will. Das war schon ein Akt für sich und wenn es mal geklappt hat, dann ist es trotzdem irgendwie im Untergang geweiht gewesen. Also dann würde ich es lieber komplett solo probieren, also Team auffüllen, einfach mal ausschalten und ganz alleine reingehen. Da habt ihr wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten, an die Waffe ranzukommen, also ein Random-Team. Am einfachsten scheint es aber momentan zu sein, wirklich mit einem Team reinzugehen. Das Problem dabei ist natürlich, wie ich schon im Intro sagte, dass nur derjenige, der die Waffe auch extrahiert, die Waffe bekommt. Ihr könnt dann zwar die Waffe in der nächsten Runde einem Kollegen geben, der sie dann extrahiert. Das Problem dabei ist aber, dass die Skin dabei natürlich dem ursprünglichen Besitzer dann weggenommen wird, weil wirklich nur diese eine Originalwaffe auch diese schöne Skin hat. Deswegen sind wir jetzt dreimal reingegangen, haben die Waffe dreimal geholt für jeden und dann war jeder glücklich. Der erste Punkt, den man dabei beachten sollte, ist, dass man sich sofort auf den Weg in die radioaktive Zone macht. Unabhängig von eurem Startpunkt, ob ihr jetzt weit weg davon seid oder direkt in der Nähe, solltet ihr euch sofort auf den Weg machen. Auch wenn ihr ein paar Sekunden später ankommt, ist es nicht so schlimm. Momentan ist die M13 zwar noch stark umkämpft, aber es ist dennoch so, dass die Zone manchmal minutenlang nicht betreten wird. Das heißt, versucht es auf jeden Fall, auch wenn ihr ein bisschen später dran seid. Aber trödelt nicht, macht nicht irgendwelche anderen Sachen, sondern macht euch wirklich direkt auf den Weg in die radioaktive Zone. Jede Sekunde ist Gold wert. Radioaktivität bedeutet, dass ihr dort verwundet werdet. Ihr könnt zwei Maßnahmen dagegen ergreifen. Das erste sind die Gasmasken. Also wenn ihr bereits eine Gasmaske habt, umso geiler, dann könnt ihr sie direkt aufsetzen, sobald ihr die radioaktive Zone betretet. Aber wenn ihr keine habt, überhaupt kein Problem, macht euch bitte nicht die Mühe, vorher nach Gasmasken zu suchen. Das ist alles verschwendete Zeit. Ihr müsst wirklich sofort in die Zone reingehen und in der Zone ruhig ein bisschen Schaden nehmen, tötet ein, zwei Gegner und ihr werdet sehen, fast jeder Gegner in der radioaktiven Zone hat eine Gasmaske dabei. Nehmt sie sehr schnell, sie hält eine gute Weile und wenn sie runtergeht, dann nehmt ihr einfach eine neue Maske. Die werden wirklich dutzendweise da rumliegen, weil wirklich fast jeder Gegner dort eine Maske trägt. Die zweite Möglichkeit, euch gegen die Strahlung zu schützen, sind die radioaktiven Pillen. Das heißt, ihr nehmt sozusagen aus dem Medizinschrank so eine Pille an euch, schluckt sie direkt runter und ab dem Moment geht ein Timer, wo ihr sozusagen immun seid gegen die Radioaktivität. Die Gasmaske haltet ihr dabei auf, aber sie wird nicht verbraucht. Das heißt, der Verbrauch der Gasmaske ist gestoppt. Ihr seid also sozusagen doppelt geschützt und könnt euch mehr um das Drumherum kümmern. Und glaubt mir, das ist sogar relativ wichtig. Je nachdem, wo die radioaktive Zone ist, kann es ganz schön heiß zur Sache gehen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, in diese radioaktive Zone reinzugehen. Die erste Möglichkeit ist, an den Rand zu fahren oder zu fliegen und von dort aus die Zone zu betreten, den Rand zu betreten, da vielleicht ein Haus einzunehmen, von dort aus erstmal die umliegenden Einheiten zu neutralisieren. Das kann oft dazu führen, dass der Chemiker sich auf den Weg zu euch macht. Wenn ihr die einzigen seid, die diese radioaktive Zone contesten, also die einzigen wirklich Spieler, die in der Zone seid, dann ist es so, dass es gut möglich ist, dass der Chemiker sich auf dem Weg zu euch macht. Ihr lockt ihn also sozusagen mit den Kämpfen an. Ihr müsst nur darauf achten, wer er ist, dass er da ist. Ihr bekommt, sobald er tot ist, die Meldung, Achtung, der Chemiker ist gestorben. Diese Meldung bekommt ihr aber wirklich nur, wenn ihr in der radioaktiven Zone seid. Also wenn der Chemiker tot ist, dann ist es sehr, sehr wichtig, die Waffe aufzuheben. Die hat so einen kleinen gelben Rahmen. Ihr werdet sie sehen, wenn ihr in der Nähe seid. Allerdings ist sie auch mal hier und da leicht zu übersehen, weil es eben keine Kiste ist, sondern eine Waffe. Also sobald der Chemiker tot ist, sofort die Waffe an euch nehmen. Genauso wenn gegnerische Teams den Chemiker down und das heißt Chemiker ist down, müsst ihr sofort losrennen und versuchen, das gegnerische Team zu treffen und zum Contesten, damit ihr die Waffe an euch nehmen könnt. Solltet ihr das Pech haben und der Chemiker macht sich nicht auf den Weg zu euch, dann geht bitte weiter in das Zentrum der radioaktiven Zone. Also je weiter ihr in der Mitte seid, desto höher scheint die Wahrscheinlichkeit zu sein, dass der Chemiker sich dort befindet. Vielleicht wurde er noch nicht getriggert, vielleicht hockt er da irgendwo noch. Also geht weiter in die Mitte und sucht ihn dort. Ihr erkennt ihn an seinem gelben Anzug, an seinem gelben Schutzanzug. Er ist nicht zu verfehlen, er schluckt auch einiges an Patronen.
Und die Gefahr ist, dass weite Chemiker rumlaufen. Also je nachdem, wo ihr die radioaktive Zone habt, könnte es tatsächlich sein, dass es in der Nähe eines Labors ist und dass dort weitere Leute mit Schutzanzügen rumlaufen. Das ist natürlich so Worst Case. Da müsst ihr einfach versuchen, alles zu zerstören. Und bis die Meldung kommt, dass der Chemiker tot ist, dann die Waffe aufzuheben, das ist dann ein bisschen tricky. Aber so oder so solltet ihr den Chemiker eigentlich immer ganz gut finden können. Solltet ihr einen Spawnpunkt haben, der also weiter weg ist und ihr kommt ein bisschen später in die radioaktive Zone, könnte es tatsächlich sein, dass der Chemiker bereits tot ist. Achtet darauf, ob Dinge gelootet wurden, ob da Leichen liegen. Ist der Chemiker bereits tot, bekommt natürlich keine Meldung mehr, dass der Chemiker jetzt gestorben ist. Es kann sein, dass das Team bereits die Waffe genommen hat und extrahiert ist. Was aber auch schon passiert ist, ist, dass der Chemiker bereits tot war und in dieser Zone die Waffe noch auf dem Boden lag. Denn tatsächlich ist es so, das Spiel hat diese Waffe übersehen. Ich denke, viele erwarten noch, dass da eine Waffenkiste rumliegt. Und deswegen guckt ruhig trotzdem einmal rein, guckt euch um und vielleicht findet ihr diese Waffe irgendwo auf dem Boden rumliegen. Solltet ihr jetzt mit einem Fahrzeug oder einem Flugzeug und Hubschrauber an die radioaktive Zone rangeflogen sein oder sogar reingeflogen sein, dann könnt ihr genau dieses Fahrzeug natürlich auch wieder nehmen, um zu extrahieren. Macht euch am besten vor, so einen kleinen Fluchtplan, wo der Exit ist. Das Problem ist, wenn der Exit sehr naheliegend ist, dass dort oft die Teams euch contesten werden. Damit müsst ihr eigentlich immer rechnen. Vielleicht ist es fast schon besser, einen Exit zu nehmen, der ein bisschen weiter weg ist. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ihr werdet nämlich nicht markiert sein, dadurch, dass das kein Waffenkoffer ist und nur eine stinknormale Waffe in Anführungszeichen, ist es so, dass ihr nicht markiert seid auf der Karte. Das heißt, die Teams sehen euch nicht. Sie können sozusagen nur vorausahnen, wo ihr hingeht. Wenn sie in der Zone sind und ihr sie hören, dass der Chemiker tot ist, dann werden sie euch verfolgen, das ist klar. Also nehmt nicht den ersten Ausgang, außer ihr wollt sie fighten, sondern nehmt wirklich einen Ausgang, der ein bisschen weiter weg ist. Und dann solltet ihr die Gegner eigentlich ganz gut abschütteln können. Schlussendlich ist es auch so, dadurch, dass die M13 momentan recht viel contestet wird, also viele Leute gehen in diese radioaktive Zone, um die Waffe zu holen. Wer jetzt also PvP sucht, der hat auch die Möglichkeit, immer in diese radioaktive Zone reinzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, dort feindliche Teams anzutreffen, ist sehr, sehr hoch. Also einige Leute sagen ja wirklich, ich krieg zu wenig PvP, da ist zu wenig los. In der radioaktiven Zone ist immer was los und genauso beim Waffenkoffer. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Also diese radioaktive Zone zu betreten, wird euch auf jeden Fall höchstwahrscheinlich auch PvP geben. Also auch eine ganz gute Sache, um auf Spieler-Fight-Suche zu gehen. Wer es denn will, der sollte hier damit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Wenn ihr noch Fragen habt, haut's gerne jederzeit raus. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal an die Kanalmitglieder, die den Kanal zu dem machen, was er ist. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, über ein Like und ein Abo würde ich mich extrem freuen. Ansonsten sage ich euch viel Spaß mit der M13 bzw. mit der Jagd nach der M13. Es macht wirklich Spaß. Ich finde, das ist ein cooles, kleines Event und ich bin gespannt, welche Events noch alles kommen werden. Es sollen ja noch sehr, sehr viele andere Dinge kommen. Darauf bin ich auch sehr, 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 sehr gespannt. Bis dahin, bleibt gesund und sauber. Viel Spaß bei der Jagd. Alles Gute. Ich verabschiede mich. Hasta luego und hasta la vista.